Wir eröffnen den Nachmittag mit einem Vortrag über Salt. Der Christian wird uns was darüber erzählen. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Bitte. Ja, danke. Genau, ich bin Christian Schneemann. Ich möchte euch etwas über Salt erzählen. Da es schon in den vorherigen Jahren auch immer Vorträge gibt, will ich nicht ganz so tief in die Details reingehen. Wenn da irgendwelche Fragen sind, Verständnisprobleme, einfach Hand heben und zwischenrufen oder fragen. Ja, ansonsten möchte ich auch so ein bisschen darauf eingehen, wie man Salt nicht nur in Unternehmen einsetzen kann, sondern was es auch mal für einen privat bringen kann. Also nicht immer nur die Beispiele, wie man hochkomplexe Systeme damit aufbaut, auch ein bisschen selbst machen kann. Ziel hinterher habe ich hier eine kleine Demo-Seite gebastelt mit mehreren Sachen, die da deployed sind. Falls einem zu langweilig wird, kann er hier nebenbei ein bisschen spielen. Ziel wird es hinterher sein, wir gehen durch, wie man das, was hier aufgebaut ist, wie das aufgebaut wurde und wie es wieder automatisch repariert wird von Salt, wenn wir was wieder kaputt gespielt haben. So. Genau, kurz zu meinem Arbeitgeber, der mir ein bisschen Freizeit in den letzten Tagen gegeben hat, damit ich das hier vorstellen kann. Arbeit für die B1 Systems, sind eine Consulting-Firma im Open-Source-Bereich. Haben auch einen Standort in Köln, also falls jemand noch auf Jobsuche ist oder jemanden kennt, der Job in der Open-Source-Welt sucht, einfach mal bewerben. Haben wir unten einen Stand. Genau. Unsere Schwerpunkte sind eigentlich überall im Open-Source, was man sich so vorstellen kann. Mein persönlicher Bereich ist unten von unten rechts in der Mitte so Jenkins, OBS, SUSE Manager, wo halt auch ein bisschen Salt drin ist, bis hoch Puppet, Salt, Ansible. So, daher kommen mal meine Erfahrungen eigentlich. Okay, genug mit der Werbung. Zielsetzung von diesem Vortrag ist es eigentlich mal so ein bisschen die Vorteile von Konfigurationsmanagement allgemein aufzuzeigen, falls es jemand noch nicht kennt. Später geht es dann aber direkt auf Salt. Ich möchte mich also nicht mit irgendwelchen Streitigkeiten, ist Salt jetzt besser als Puppet oder als Chef oder Ansible, damit möchte ich mich nicht aufhalten. Ich nutze halt Salt, das ist das, wo ich mich auskenne. Ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, wenn ich irgendwo mal sage, dass das damit ganz gut geht, wenn es auch mit anderen besser gehen würde. Ein paar Einsatzmöglichkeiten von Salt zeigen, die auch ja, vergleichbar sind mit anderen Konfigurationsmanagement-Systemen. Und ja, mein Ziel ist es, ein bisschen ja, zu erreichen, dass mehr Konfigurationsmanagement-Systeme genutzt werden, auch in Firmen, dass das da reingetragen wird, egal welches, Hauptsache man nutzt da eins. Es hilft doch schon ungemein. So, was ist Salt? Salt ist ja ein Event-Driven Infrastructure Framework, so im ganz Großen. Meist nutzt man davon nur die Konfigurationsmanagement-Ebene. Man kann aber auch seinen SSH-Zugang damit ersetzen und zum Beispiel Remote Execution einfach alle direkt Kommandos auf dem System ausführen, auf Events reagieren, Orchestrierung, also komplette Umgebung aufbauen. All das ist möglich. Wie gesagt, ich werde mich einfach nur auf den Konfigurationsmanagement-Bereich beschränken. Konfigurationsmanagement allgemein, ja, hat man wahrscheinlich schon alles mal gehört. Infrastructure as a Code. Wir konfigurieren nicht mehr Systeme, sondern wir beschreiben, wie sie auszusehen haben und lassen dann die Tools das Ganze übernehmen. Diese Systemstände heißen halt beim Salt States, welchen Zustand ein System einnehmen soll. Und die Systeme gewährleisten auch die Einhaltung von diesem Zustand. Also wir sagen, da muss ein Webserver installiert sein. Wenn den jemand aus Versehen deinstalliert, wird er am nächsten Konfigurationslauf wieder installiert und alles ist wieder gut. Wir haben Module, die uns die ganzen Kommandos abstrahieren. Wir müssen also nicht wissen, ist das Zielsystem jetzt ein Debian-System, wo wir apt benutzen müssen? Ist es ein Fedora-System, ein Red Hat-System mit DNF oder ein SUSE mit Zipper? Wir sagen einfach, wir möchten ein Paket installiert haben, beziehungsweise sicherstellen, dass ein Paket installiert ist. Und dann wird Salt alles weiter für uns übernehmen und schauen, bin ich auf einem SUSE-System, dann installiere ich das Paket mit Zipper. Klar, auch ein Dateiserver ist mit eingebaut. Wir müssen also nicht noch irgendwelche Infrastruktur drumherum aufbauen, um Konfigurationsdateien auf die Zielsysteme zu bringen. Das ist alles mit eingebaut. Und ja, aus der Mathematik, Informatik kennt man so schön idempotent. Das ist immer so schön,
was da ganz klar drüber steht. Egal wie oft so etwas läuft, man hat immer den gleichen Ausgang. Also wenn wir jetzt dreimal das Konfigurationsmanagementsystem auf ein Zielsystem anwenden, ist es hinterher immer im gleichen Status. Es ist dann nicht wie eventuell mit Shell-Skripten, die man sich früher fürs Deployment gebaut hat, wo jedes Mal geschaut wird, bitte am Ende der etc. resolve-conf soll ein Nameserver drinstehen, nach 10 Durchläufen hat man auf einmal 10-mal den gleichen Nameserver drinstehen. Das passiert hier nicht, es wird geschaut, muss etwas geändert werden, wenn ja, wird es geändert und wenn nicht, wird es einfach übersprungen. So, die States. Ja, wir beschreiben einen Wunschzustand eines Systems und in diesem Fall Salt sorgt dafür, dass dieser Zustand erreicht wird und auch eingehalten wird. Das Ganze ist dann deklarativ, also wir beschreiben den Zustand und geben keine Befehle. Werden wir gleich in einem kleinen Beispiel sehen. Wir beschreiben oder wir sagen, ein Paket soll installiert sein und nicht installiere Paket. Gewöhnt man sich ganz schnell dran, macht man anfangs eventuell noch falsch, aber ist ganz schnell drin. So, wie gesagt, bei Salt heißt das Ganze States. Die sind in YAML geschriebene Textdateien, die wir unter SAV-Salt schon ein bisschen ablegen. Kann man alles auch anders konfigurieren. Ich versuche mich jetzt immer auf die Standards zu berufen. Wer es hinterher woanders ablegen möchte, findet sehr schnell raus, wie er das auch hinbekommt. Und ja, dadurch, dass es YAML-Format ist, haben wir auch die Möglichkeit, über Jinja das Ganze dynamisieren, Variablen einbauen und so weiter. Habe ich nachher noch kleine Beispiele dabei. Ein kleiner Ausblick auf Module, die wir nutzen können. Es ist eigentlich für alles etwas dabei. Wenn man sich denkt, ich muss hier etwas ganz Außergewöhnliches konfigurieren, hilft ein Blick auf die Webseite unten, docsaltstacks.com. Da sind alle Module, die man nutzen kann, drin. Und eigentlich gibt es da auch für alles, was man so sich vorstellen kann, schon fertige Module, die man einfach nutzen kann, um sich das Leben zu erleichtern. Hier mal aufgeschrieben, File für Konfigurationsdatei-Deployment, blanke Dateien oder auch Templates, die noch vor dem Ausrollen editiert werden. Orgias, etwas, um wirklich einzelne Parameter in einer Konfigurationsdatei zu überschreiben, statt die komplette Datei auszurollen. Service, Systemd-Services, starten, stoppen, dafür sorgen, dass sie nie starten, solche Sachen. PKG, Package installieren, deinstallieren. Und wenn man doch mal nichts findet, kann man immer noch mit CMD einfaches Kommando absetzen und direkt Bash oder das Kommando seiner Wahl einfach ausführen lassen. So. States werden, wie gesagt, ganz einfach geschrieben. Wir schreiben Konfigurationsdateien oder YAML-Dateien, die auf SLS enden. Und ja, dann haben wir einen State sozusagen, den Dateinamen ohne Endung, den State können wir dann einfach ausrollen. Und die erwartete Version davon sind die Formulas. Wir machen statt Dateien komplette Verzeichnisse, wo wir dann verschiedene Dateien reinlegen. Und das hilft so ein bisschen, um die Übersicht zu wahren. Wenn wir nicht einfache States haben, sondern schon auch mehrere Konfigurationsdateien dabei haben, die ausgerollt werden sollen und so weiter, ist das eventuell schöner, als in einem Verzeichnis zu haben, ein bisschen sortiert. Und solche Formulas lassen sich auch ganz schön mit anderen teilen. Es gibt auf GitHub unter anderem ganz viele vorgefertigte Formulas, die so geschrieben sind, dass man die nutzen kann und einfach mit Variablen, die man setzt, dann beeinflusst, was installiert wird. So, hier mal jetzt endlich, wie so eine einfache Datei aussieht. Wir wollen sicherstellen, dass auf unserem System VI installiert ist und das Emacs, das nimmt nur Platz weg, da wollen wir sicherstellen, dass es einfach weg ist. Und hier sieht man jetzt dieses Deklarative. Wir schreiben pkg.installed und sagen, welches Paket installiert sein soll. Und dann als Namen den Paketnamen. Oben, Vim has to be installed, ist ein, eine ID, da können wir ein bisschen hinschreiben, damit wir hinterher in der Auswertung sehen, was da passiert. Und ein bisschen kürzer gefasst, no Emacs, pkg removed, stelle sicher, dass das Paket nicht installiert ist. So, hier habe ich mal so ein System vorbereitet.
Und hier unter okay, hier habe ich noch in zwei Dateien geschrieben. Bisschen anders, Package Vim, PKG installed Vim und das No Emacs. Und ja, ich greife mal vorweg. Ausführen könnte ich das Ganze jetzt mit Salt. Ach, hier habe ich nur einen. Dann zum Beispiel die Namen dahinter. Ja, die Warnung, ich habe ein OpenSUSE Tumbleweed hier, was jetzt gerade ein paar Python-Warnungen wirft, weil es doch nicht ganz übertragen wurde. Aber die einfach ignorieren. Genau. Hier sieht man jetzt einen schönen Diff, dass nichts passierte. Wenn ich jetzt einfach mal Vim deinstalliere und das Ganze nochmal aufrufe. Ja, dann muss er jetzt im Hintergrund natürlich wieder den Vim installieren aus den Repositories. Und jetzt der Unterschied, wir haben hier rechts bei dem das Ganze hier mal markieren. Hier jetzt die neue Versionsnummer. Hätten wir jetzt ein Update gemacht, wird noch eine alte Versionsnummer da stehen. Und der Unterschied hier unten ist jetzt nicht nur, dass diese zwei States erfolgreich waren, succeeded, sondern auch, dass einer sich geändert hat. So. Das Ganze als Formula. Wie schon erwähnt, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen, kann man das Ganze in Verzeichnisse packen. Und hier in dem Beispiel eben haben wir direkt eine vim.sls-Datei gehabt. Statt vim.sls würde jetzt hier die init-Datei ausgewertet werden und in der kann man jetzt weitere Untermodule inkludieren, einfügen, die aufgerufen werden sollen. Oder man kann auch die Untermodule separat aufrufen. Aber da kommen wir später dann nochmal zu. Abhängigkeiten können wir auch zwischen einzelnen States machen. Das typische Beispiel, wir installieren einen Webserver, wir konfigurieren einen Webserver und starten den Webserver. Kann man jetzt alles schön in der Reihenfolge reinschreiben, Webserver installieren, Konfigurationsdatei ausrollen, Dienst starten, dann funktioniert es. Wenn wir jetzt über Salt nachträglich die Konfigurationsdatei ändern würden, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass der Webserver neu gestartet wird. Und das kann man hier mit diesen Abhängigkeiten machen. Da können wir jetzt einfach mal sicherstellen. Wir haben hier das Beispiel, wir installieren den Apache 2 oder stellen sicher, dass er installiert ist. Und dann haben wir unten nochmal einen extra State, dass der Dienst auch laufen soll, weil nur ein installierter Webserver, der macht ja noch nichts. Und jetzt haben wir hier unten noch ein paar Parameter mehr. Enable true, entspricht systemctl enable, also beim Booten auch zum Starten aktivieren. Und jetzt mit require und watch können wir die Abhängigkeiten setzen. Require package Apache 2, also erst laufen lassen, nachdem Apache 2 installiert wurde. Und wir können mit watch noch einen Watcher auf eine Konfigurationsdatei setzen. Und jedes Mal, wenn sich diese Datei ändert, wird dieser Dienst jetzt neu gestartet. Somit ist die Konfiguration aktiv und wir müssen nicht manuell noch auf den Server irgendwas Dienste neu starten. Wenn sich die Konfigurationsdatei nicht ändert, wird auch der Dienst nicht neu gestartet. Genau, die Konfigurationsdatei selbst habe ich jetzt hier nicht drin. Habe ich auch in späteren Beispielen noch was. So. Eben hatte ich ja gezeigt, wie man States direkt aufruft, also hier mit dem State apply no emacs, vim, habe ich ja direkt zwei States angegeben, die ich aufrufen wollte. Man möchte natürlich nicht immer die ganze Liste von Hunderten und mehr States, die auf dem System ausgerollt werden sollen, hier angeben müssen. Deswegen gibt es dann den sogenannten High State. Das sind alle States, die für ein System relevant sind, ausgewertet und dann auf deinem System angewandt.
Das Ganze wird auch in einer SLS-Datei konfiguriert, in der Top-SLS. Und hier haben wir einmal das Base-Environment. Und jetzt können wir auf die einzelnen IDs von Minions, komme ich gleich noch zu sprechen, also Minions sind die Clients, die konfiguriert werden sollen, können wir anhand von denen ihren IDs konfigurieren, welche States ausgerollt werden sollen. Sternchen, also alle States, sollen erstmal diesen Default-State bekommen, zum Beispiel Ausrollen von SSH-Keys, Root-Passwort setzen, Message of the Day anpassen nach Standard, die man haben möchte. Also was für alle Systeme allgemein gültig ist. Und dann alle, die mit Webserver anfangen, sind halt unsere Webserver. Und die bekommen dann das Let's Encrypt State angewandt, womit wir dann die SSL-Zertifikate generieren lassen. Und HTTPD wird installiert. Und dann auf allen SUSE-Systemen, die sind halt ein bisschen speziell, die bekommen noch ein extra Repository hinzu. Da sieht man jetzt auch, wie man nicht nur auf die Namen von Systemen eingehen kann, sondern auch auf Grains. Grains sind Eigenschaften, die ein System hat. Die hat das System automatisch, zum Beispiel Hardware-Informationen oder halt auch Betriebssystem. Hier in diesem Fall wäre es halt das OS SUSE und die können dann auch separat States bekommen. So. Kommen wir etwa weiter auf die anderen Szenarien. Was ich eben schon mal gezeigt habe in diesem kurzen Beispiel, war ein Master-Minion-Setup, so das klassische. Man hat einen Hauptserver, an dem sich die ganzen Clients melden und von wo aus sie konfiguriert werden. Das Ganze kann man dann als zweite Möglichkeit auch Standalone oder Masterless betreiben, wenn man Umgebungen hat, die halt keinen Zugang zu irgendwelchen Master-Systemen haben, dann können die direkt ihre States ausführen. Oder halt Salt SSH, was so Richtung Ansible geht. Wir haben einen Admin-Host und verbinden uns dann über SSH-Protokoll zu den Systemen und führen die States aus. Genau, Master Minion, die klassische Art, die man eigentlich so im Unternehmeneinsatz hat. Wir haben ein Netzwerk mit einem oder mehreren Master-Systemen dort installiert und auf denen liegen dann die ganzen States als YAML-Dateien vor oder mit Verknüpfungen in Git-Repositories und die Minions bekommen von hier ihre Informationen, was sie jetzt an States ausrollen sollen. Genau, die Minions können hier auch regelmäßig anfragen und ihren State abgleichen. Ja. Standalone ist dann eigentlich ein Minion, der seine Konfiguration lokal hat. Also statt einen Master zu fragen, ist er so konfiguriert, dass er selbst bei sich unter SAV Salt zum Beispiel nachschaut und sich daraus dann bedient und seine States anwendet. Man braucht indirekt keine Kommunikation zu einem System, also irgendwie müssen die States halt auf das System kommen, aber kann man ganz gut benutzen für Systeme in DMZ-Bereichen außerhalb des Unternehmens oder halt auch auf seinem Root-Server, wo man dann die States aus einem Git-Repository dorthin klont, ausführt und somit braucht man keine weitere Infrastruktur, aber kann die States ausführen. Das ist halt das, was mit abgeschotteten Bereichen gemeint ist oder Bootstrap einer Umgebung. Wir können Salt-States haben, die uns halt auch Salt konfigurieren, die uns dann halt die Minion so konfigurieren, dass man mit dem Master sprechen kann und so kann man damit auch seine Shell-Skripte, die man für jedes Betriebssystem hat, um Systeme vorzukonfigurieren, dass die mit dem Salt-Master sprechen, die dann wieder dispositionsabhängig sind, auch durch einfache Salt-States ersetzen und das Ganze dadurch verwirklichen. Salt-SSH, wie gesagt, geht in die Richtung Ansible, aber hat hier den Vorteil, dass man halt die gleichen States nutzen kann, die man auch mit dieser Master-Minion-Umgebung benutzt. Man hat hier wieder ein Admin-Node, von wo aus man Zugriff auf die States hat und an die ganzen Systeme, die konfiguriert werden sollen, gelangen kann. Und dann werden einfach die Kommandos per SSH auf die Systeme übertragen. Auf den Zielsystem müssen wir an sich keine Zusatzsoftware installieren. Klar, ein bisschen Python muss drauf sein, aber wo kommt man noch ohne Python aus? Sprich, wird an sich schon vorhanden sein. Aber wir brauchen keine Client-Software mit installieren und solche Sachen.
ist auch ideal für so ein initiales Deployment. Wie gesagt, das gleiche Anwendungsfälle wie Ansible. Oder auch, ja, wieder privat, der Root-Server, der irgendwo bei einem Hoster steht, die man dann auch mit Zoll konfigurieren möchte, kann man so auch einfach von seinem Notebook aus oder von seinem Arbeitsplatzrechner konfigurieren. Installationsmöglichkeiten gibt es viele für alle drei Varianten. Einmal gibt es ein schickes Bootstrap-Skript von Salt, beziehungsweise Salt Stack. Da einfach diese Webseite aufrufen, es gibt direkt das Skript raus, was dann ja eigentlich für alle Dispositionen das Ganze installiert. Schaut dann wieder nach, was ist drauf, Repositories hinzufügen oder möchte man von über Git installieren. Aber ansonsten kann man auch den eigentlichen Paketmanager vom System benutzen. Jede Distribution hat eigentlich so ein Salt-Paket heutzutage auch mit dabei. Oder halt auch die extra Repositories von SaltStack benutzen und dann die einbinden und dadurch dann mit seinem normalen Paketmanager arbeiten. So. Konfiguriert wird das Ganze Linux üblich unter etc. Wir haben ja das Verzeichnis etc. salt und dann in Abhängigkeit, ob wir einen Master oder einen Minion konfigurieren wollen, halt Master oder Minion. Entweder die Konfigurationsdatei selbst oder ein Konfigurationsverzeichnis, wo wir dann einfache Dateien reinlegen können, die auf .conf enden und womit wir dann einfach ja, Konfiguration aus der Hauptdatei überschreiben können. Für Salt SSH haben wir noch eine, oder nutzt man auch noch eine Salt-File-Datei, die erspart einem einfach ein paar Parameter immer wieder auf der Kommandozeile mit einzugeben. Zeige ich dann gleich mal, was damit auf sich hat. So, Master Minion. Kommuniziert wird über einen Message-Bus. Dadurch kann das ganze System auch mit, ja, einer großen Anzahl an Clients funktionieren. Das Ganze ist AES verschlüsselt. Initial gibt es einen Schlüsselaustausch zwischen Minion und Master. Also sobald der Minion, der Client, einen Master konfiguriert hat, erstellt er sich einen Key, wenn er noch keinen hat, schickt den zum Master und wartet darauf, dass der Key dort angenommen wird. Und wenn man dann auf dem Master den Key angenommen hat, funktioniert die komplette Kommunikation. Jeder Minion bekommt für sich verschlüsselt seine Informationen, also auch wenn wir da Root-Passwörter oder sowas drüber schicken, jeder Minion bekommt nur seine eigenen Informationen, er kann nicht von anderen Minions die Konfiguration abgreifen. Genau, Installation hier mal mit dem Bootstrap-Skript. Könnten wir zum Beispiel mit -a hinten direkt angeben, mit welchem Master der kommunizieren soll, oder wir schreiben das einfach in eine Konfigurationsdatei rein, einfach Master Doppelpunkt und dann die IP, den Hausnamen von dem System, halt wie er erreicht werden kann und dann einmal das System neu starten. Den Master können wir auch darüber installieren, dann halt mit dem Parameter -m und mit -n sorgt man dafür, dass kein Minion installiert, wenn man ein reines Master-System haben möchte. Man kann auch Master und Minion auf dem gleichen System haben und dann sozusagen den Master auch als Minion wieder selbst konfigurieren lassen. An sich ist er ja auch ein System im Netzwerk, was diverse States bekommen soll. Muss man halt nur aufpassen, welche States man weglöscht. Ja. Genau, das Kommando für die Schlüsselverwaltung ist salt-key. Damit kann man ja auch so einen Überblick verschaffen, welche Systeme alle mit dem Master sprechen können. Ohne Parameter aufgerufen, sieht man hier, ich habe da den minion1.example.org. Das ist der, wo ich dann eben auch die States drauf ausgeführt habe. Das ist indirekt mein Master selbst, um das System ein bisschen, um die Demosystem ein bisschen einfach zu gehalten. Aber es gibt hier noch ein System. Wenn ich jetzt hier mal den Salt Mini installiere, wie gesagt, das sind alles OpenSUSE-Systeme. Man sieht, ich möchte eine Menge Python haben. So. Dann müssen wir dem System nur sagen, dass er mit dem, mit welchem Master er sprechen soll.
Und den Minion einmal starten. Ich weiß, man hätte auch schön freigeben können, genau. Jetzt sieht man hier Unaccepted Keys, die IP von dem System. Ich habe dem ja blöderweise keinen richtigen Hostnamen gegeben, ansonsten nimmt er natürlich einen Hostnamen dahin. Und jetzt könnte ich den Minion einfach mal akzeptieren. Ich werde nochmal nachgefragt. So. Salt. Mal schauen, ob alle antworten. Mit diesem Test Ping wird dann ein Kommando abgesendet an alle Minions, beziehungsweise ja hier über Ständchen an alle Minions, dass sie sich zurückmelden, wenn sie es bekommen haben. Ja. So. Ja, Firewall ist etwas Schönes. Aber Netzwerkkonfiguration kommt mir ja später noch in Vorträgen vor. genau, jetzt beide haben die erfolgreich zurückgemeldet, Kommunikation funktioniert und jetzt könnte ich dieses Thema halt konfigurieren. Hatte ja eben schon mal den High State angesprochen. States ausgerollt werden immer mit dem vom Master aus mit dem Kommando Salt. Dann können wir angeben, welches System, also hier in diesem Fall alle Systeme. Ich könnte hier auch Minion One schreiben oder einen kompletten Namen oder halt, ja, die ID von dem anderen ist halt die IP, könnt ihr auch angeben, wenn ich nur die separat haben möchte. Und dann werden die States auf allen Systemen ausgerollt. So. Ja. Lassen das mal im Hintergrund laufen. Genau, die Parameter. Statt klein A und Minion-ID kann man auch groß A und alle Systeme akzeptieren, die man da haben möchte. Mit groß D würde man alle rauslöschen und groß R auch rejecten, also ablehnen, dass sie nicht mehr kommunizieren dürfen. Mit dem, wie man eben gesehen hat, wird man noch gefragt, ob man das wirklich machen möchte. Wenn man jetzt noch minus Y dazu schreibt, würde man auch das nicht mehr gefragt werden, also kann schon ein bisschen gefährlich sein. Salt Key minus groß R minus Y wäre halt eine Kommunikation von allen Systemen weg. Wenn man das in einem abgeschlossenen Netzwerk hat, kann man aber auch sagen, dass man diesen Keys automatisch akzeptieren möchte, weil man sein System im Netz halt vertraut und sich hier nicht ausgebremst werden möchte. So. Kommen wir zu dem Targeting oder Auswahl von den Minions, was ich eben schon kurz angesprochen habe. Wir können einmal direkt auf die IDs gehen oder mit Globs arbeiten, also mit dem Sternchen oder auch nur teilweise was ersetzen. Wir können ganze Listen anführen oder auch Eigenschaften, wie zum Beispiel diese Grains gehen, auf alle SUSE-Systeme etwas ausrollen. So. Genau, das hatten wir auch gerade. Auf Master-Seite arbeiten wir mit dem Salt-Kommando, auf Minion-Seite würden wir halt mit Salt-Call den Master sozusagen anrufen können, um so die States, die man dann angibt, oder halt den High-State abfragen zu können. Also auch wenn man ja, mehrere Systeme verwaltet mit Salt und auf einem Minion gerade drauf ist, muss man nicht erst auf den Master wechseln, um States auszurollen. Man kann auch von dem Minion direkt sagen, roll doch mal bitte die States nochmal aktuell aus, weil ich gerade irgendwas kaputt gemacht habe. So. Ja, Minion ohne Master, Standalone-Variante. Der einzige Unterschied zu dem normalen Minion-Installation ist halt, dass wir bei File-Client-Local sagen, dass er alles lokal bei sich sucht und nicht erst einen Master anfragen muss, um seine States zu bekommen. Das war schon alles und dann kann man irgendwie einen ganz normalen Minion mit Salt-Call seine States ausrollen lassen. Das hatten wir auch gesehen. So, kommen wir zum Salt SSH. Schauen wir mal, ist das hier fertig? Genau. Sehr schön.
Salt SSH, ja, die Variante ohne Client auf dem System, aber trotzdem es aus der Ferne ausführen zu können. Kommunikation über SSH, was man eigentlich so immer als ja, Administrationsdienst erreichbar hat auf Linux-Systemen. Und alles, was wir ausrollen wollen, States, Pillars, also Variablen, die wir auf dem, im State-System benutzen können, wird alles auf dem Admin-Node vorgehalten und dann über SSH auf die Systeme fertig rübergeschickt, als fertiges Python-Paket, was dann nur noch ausgeführt wird und ja, dann ist das System in dem Status oder nicht. Da wir dann hier nicht mit diesem Salt-Key-Datenbank arbeiten können, weil sowas gibt es ja nicht, es gibt ja keinen Client, der sich irgendwo meldet, haben wir hier so eine Roaster-Datei, wo wir einfach eine Liste führen, welche Clients gibt es und wie sind die zu erreichen, welche Parameter haben die. Ja. Genau, zeige ich dann auch gleich. Wenn man sich das Ganze jetzt auf einem extra Admin-Host machen möchte, kann man sich auch von diesen ganzen Standard-Konfigurationsverzeichnissen ein bisschen wegkonfigurieren. Zum Beispiel halt so nutzen, dass man alles schön in einem Git-Repository ablegen kann, alle Dateien, die man braucht. Dann kann man es auch schnell auf einem anderen Admin-Node wieder auschecken, von da über SSH ausrollen und muss nicht schauen, okay, das eine muss ich in SAV-Salt ablegen, das andere unter etc-Salt. Und da kommt dann die Salt-Datei ins Spiel. Das ist die Zeilenstruktur, die ich jetzt in der Demo gleich benutzen werde. Nur schon mal so als Erklärung. Wir haben jetzt hier ein extra Verzeichnis config statt etc-salt-master. Darin liegt unsere Master-Datei, die halt hier benutzt wird. Dann unter salt werde ich die States ablegen, unter pillar die Pillars. Pillars sind ja, Variablen mit Inhalteigenschaften, die ich einem System geben kann. Zum Beispiel welchen Hostnamen, ja, Hostname ist jetzt, welche Webserver sollen darauf laufen, wie ist das Root-Passwort, welche Benutzer sind angelegt, also alles, was man irgendwie in Variablen Listen packen kann, kann man da dann ablegen. Die Salt-File hat man oder muss in dem Verzeichnis liegen, von wo man Salt-SSH aufruft oder umgedreht. Wir müssen Salt-SSH in dem Verzeichnis aufrufen, wo die Salt-File liegt. Dann wird die eingelesen und alles, was drinsteht, könnte man, spart man sich als Konfigurationsparameter beim Salt-SSH-Aufruf mitzugeben. Man spart sich dadurch also eine Menge Tipparbeit. Wir geben hier das Konfigurationsverzeichnis an, eine Log-Datei, dass hinterher alles aufgeräumt werden soll auf dem System. Und wir würden ja noch den Roster-Namen mit angeben. So sieht die dann in produktiv, sage ich mal, aus. Das ist, glaube ich, alles gleich. Wir geben noch an, in welcher Datei liegen die, oder ist die Liste von den Systemen, die wir erreichen wollen. Extra FileRefs, ja, braucht man manchmal, wenn man mit Git-Repositories arbeitet. Schreibe ich später noch was dazu. Und das hier unten auch. Also, hier so bis dahin ist sozusagen die Minimalanforderung für ein ja, sehr einfaches Arbeiten mit Salt-SSH. So. Die Roster-Datei selbst ist dann auch wieder in YAML geschrieben und da können wir dann zu den einzelnen Systemen, die wir konfigurieren wollen, ja, Sachen konfigurieren, wie zum Beispiel hier den Namen von dem System, was ich erreichen möchte, Frostcon Demo Frontend. Dazu gibt es noch ein passendes Backend, wie ich das System erreiche, mit einem ja, hier IP, unten habe ich einen Hostnamen angegeben, welchen SSH-Key ich nutzen möchte, mit welchem Benutzer ich mich anmelden kann. Das hier läuft in der OpenStack Cloud bei uns, deswegen muss ich hier mit dem Benutzer OpenSUSE arbeiten
und werde dann einfach mit sudo Root-Rechte bekommen und kann dann auf dem System machen, was ich möchte. So. Genau, die Config Master ist dann die Datei, wo wir festlegen, von wo aus die ganzen States eingelesen werden. Wie gesagt, standardmäßig ist das SRV-Salt. Hier legen wir es aber fest mit diesen File-Roots, dass wir in .salt nachschauen, also gleiche Verzeichnis unter Verzeichnis salt. Das gleich mit Pillars und wir konfigurieren noch, welchen Roaster-Typ wir haben, einfach Flat-Datei. Man könnte auch externe Systeme ansprechen. Genau, das Root-Dir, das müssen wir nicht erstellen, da wird beim ersten Aufruf auch automatisch erstellt, da werden halt Dateien gecached, zum Beispiel, wenn man aus dem Git etwas runterlädt, also sind halt die ganzen dynamischen Dateien, die mal abgelegt werden müssen. So. Genau, Roster hatte ich schon erklärt. Genau, installieren können wir es wieder über das Salt-SSH-Paket oder von dem Repository. Wir können es auch direkt mit Python pip installieren, mit einem virtuellen Python-Environment. Dann hat man auch diese ganzen Fehlermeldungen, wo eventuell dann die Python-Version von der Distribution nicht genau zu den von den installierten Paketen passt. Die hat man dann nicht, weil hat man einfach was Schönes, was zusammenhängend die gleiche Version hat. So. Die Aufrufe sind dann ähnlich wie beim Salt-Kommando. Statt Salt rufen wir jetzt Salt-SSH auf und können auch wieder mit den gleichen Targeting-Parametern arbeiten, als wenn wir mit Salt arbeiten. Hier halt dann alle Namen, die in der Roster-Datei sind, können wir nutzen. Wir können damit Listen machen oder auch mit Eigenschaften arbeiten. So. Es ist auch eine eigene Variante eingebaut, die SSH-Keys auf die Systeme zu bekommen. Wenn Salt-SSH merkt beim Einloggen, dass es sich noch nicht per Key authentifizieren kann, kann man hier dieses Key-Deploy und Ask-Pass mitgeben. Das hat Funk aber auch einfach so funktioniert, also das sind scheinbar schon Standardparameter mit drin. Kann man also einfach auch so aufrufen. Hier, wenn man jetzt auf einem System, mit dem man noch nicht kommuniziert hat, Testping wieder ein Kommando, was an sich einfach nur den Funktionsfähigkeit testet, aber jetzt nichts irgendwas an dem System ändert, aufruft, um zu schauen, funktioniert die Verbindung. So. Da wir mit SSH arbeiten, können wir auch Jump-Posts, Proxies, wie man es immer nennen möchte, von SSH nutzen. Passt perfekt, wenn wir wieder diesen Root-Server irgendwo haben, auf dem virtuelle Maschinen laufen, die dann die eigentlichen Dienste zur Verfügung stellen und auf dem Hypervisor selbst läuft zum Beispiel noch so ein Nginx als Reverse-Proxy. Das ist genau das, was ich gleich in der Demo zeigen werde. Dann kann man halt auf die einzelnen Clients auch über dem Hypervisor rüberspringen mit dem ganz normalen Proxy-Command. Also alles, was man irgendwie mit SSH konfigurieren kann, kann man auch mit Salt-SSH dann nutzen. Das muss man auch nicht separat an verschiedenen Stellen konfigurieren. Wir sind hier einfach in der SSH-Config und können das damit reinschreiben und nutzen. So. Dann. Bin ich hier in meiner Salt-SSH-Umgebung. Wie gesagt, ich habe hier eine extra Python-Umgebung, damit auch dass ich die richtige Version habe. Und kann mal schauen, ob die Kommunikation funktioniert. Okay, die erste Antwort, also per se funktioniert schon mal. Jetzt kommen die Systeme, die über Internet erreichbar sein sollen. Schauen wir gleich nach, ob die sich auch gemeldet haben.
Kommen wir noch den letzten Folien, bevor dann ein bisschen mehr zur Demo kommt. Grains hatte ich ja schon andauernd erwähnt und kurz umrissen. Es gibt noch Pillars dazu. Und an sich sind beides Eigenschaften von einem System, die man abfragen kann und die man auch verwerten kann. Unterschied ist, Grains sind Informationen, die der Client selbst zurückliefert, also der Minion oder auch per Salt SSH abgefragt werden können. Und Pillars werden halt auf dem Master gepflegt und ja, kann man dann nutzen, um zum Beispiel Rollen zu definieren, Passwörter hinterlegen und solche Sachen. Beide kann man auch selbst editieren. Und das ist halt der Knackpunkt, wo es dann immer kommt, dass man sagt, Grains sind unsicher, weil jeder, der auf dem Client eventuell Root-Rechte hat, könnte halt irgendwelche Grains setzen und sich dann Passwörter erschleichen, wenn man darüber Passwörter verteilt oder sowas. Aber ansonsten, wenn man davor einfach nur raus die Information nimmt, wie der Hausname von dem System ist, um den in der Message of the Day passend zu setzen oder zu schauen, welches Betriebssystem es ist, um die passenden Repositories dran zu packen, für sowas sind die ideal. Pillars werden auch als YAML-Dateien auf dem Master oder halt in einer Salt-SSH-Umgebung definiert und ja, da kann man dann ähnlich wie den State auch wieder über eine Top-SLS-Datei zuweisen, welcher Minion jetzt welche Variablen gesetzt haben soll. Und hier mal so ein Beispiel zum Nutzen. Hier links motd.sls ist ein State, der jetzt nicht nur eine Datei ausrollt, sondern hier auch ein Jinja-Template als Quelle hat und dann auf dem Zielsystem die Message of the Day schreibt. Und das Template haben wir rechts daneben. Durch die geschweiften Klammern können wir immer auf die Variablen zugreifen. Hier zum Beispiel Grains FQDN, also den Full Qualified Hostname von dem System, welches OS ist drauf, welche Kernel-Version. Und dann haben wir unten noch mit Pillar Salt, Pillars Get Admin, versuchen wir auf den Pillar Admin zuzugreifen und den Inhalt hier reinzuschreiben. Und wenn er nicht gesetzt ist, nehmen wir halt root at localhost, damit wenigstens was drinsteht und wir keine Fehlermeldung haben oder halt nichts drinsteht. Zuordnung, dann wieder ähnlich, wie gesagt, wie die States. Wir haben auch hier eine Top-SLS und die funktioniert genauso. Wir schreiben dann dazu, welche States oder welche Pillars, über welche Kriterien dem System zugeordnet werden. Hier unten dann, wie zum Beispiel so die Defaults-SLS für Systeme aussehen könnte, einfach admin root at example.org. Das wäre das, was in die Message of the Day geschrieben werden würde. Oder zur NTP-Konfiguration dann hier eine in YAML geschriebene Liste von NTP-Servern, die auf dem System ausgerollt werden soll. Ja, doch. So. Mit dem SAV-Salt-Verzeichnis haben wir immer mit dem lokalen File-Server-Backend oder mit dem Root-File-Server-Backend gearbeitet. Salt kann aber noch viel mehr, was man dann auch mit Salt-SSH in Verbindung noch ja, schöner nutzen kann. Wie gesagt, es gibt halt Unmengen an fertigen Formulas, die sehr allgemeingültig geschrieben sind, die dann halt vor allem über Pillars gesteuert werden, die man sich automatisch von Salt ja, runterladen, klonen lassen kann und dann einfach nutzen kann, ohne dass man die immer selbst schaut, dass man die aktuell hält. Das wäre halt hier dieses GitFS, File-Server-Backend, Mercurial, Subversion, Azure, Amazon S3, die Liste ist recht lang, kann man eigentlich alles einbinden und das wird dann beim Aufruf bzw. regelmäßig auch abgeglichen und dann runtergeladen, dass man es lokal nutzen kann. Formularsammlung auf GitHub, die beiden ja, so größere, die halt unter anderem von SaltStack oder von einer Salt-Community geführt werden, sind SaltStack-Formulas oder Salt-Formulas. Da findet man alles Mögliche von, wie installiere ich Salt mit Salt als Formula oder wie installiere ich eine Augencloud darauf, gibt es alles schon vorgefertigt da. Ist also ein erster Anlaufpunkt, kann man mal schauen, ob man das, was man schon, was man sich jetzt mühsam selbst überlegen möchte, ob es das nicht schon gibt. Falls man mit SUSE arbeitet, ist es meistens so, dass die eher so für Debian oder Red Hat abzielen.
muss man eventuell ja, dafür sorgen, dass die richtigen Pakete installiert werden. Klassische Beispiel Webserver. SUSE nutzt Apache 2 als Namen, Red Hat nimmt HTTPD. Da gibt es dann immer Konfigurationsdateien, die eingelesen werden, wo dann geschaut wird, auf welchem Betriebssystem bin ich oder welcher Distribution bin ich und dann Paketen anpassend austauscht, damit sie richtig genutzt werden. Und diese Maps muss man eventuell anpassen. Da sind die Jungs auch immer recht schnell hinterher, beziehungsweise die Leute dahinter sind ja nicht nur Jungs, die da arbeiten. Und die sind für Submit-Requests immer sehr offen. Oder Pull-Requests. So, das Ganze konfiguriert man dann in der Master-Datei wieder. File-Server Backend Git, root. Das ist eine Liste, die von oben nach unten abgearbeitet wird. Wo es zuerst gefunden wird, der gewinnt. Also sozusagen, wenn man die gleichen Formularnamen oder State-Namen in beiden vergibt, gewinnt halt immer der, wo es zuerst gefunden wird. Kann man jetzt so sagen, okay, als Fallback nehmen wir halt hier noch eine alte Version. Man kann es mit Absicht einsetzen, meistens ist aber so, was man eher nicht haben möchte, wenn man dann fragt, warum das lokal geänderte nicht funktioniert. Oder man muss es halt einfach umdrehen, je nachdem, wie man da Präferenzen setzt. Und dann kann man unten einfach eine Liste an Sort-Formulas-Set angeben. Genau, Sort-Formula zum Sort installieren, Fail-to-Ban, um automatisch Fail-to-Ban auf seinen Server zu installieren und konfigurieren zu lassen. OwnCloud für, ja, wer jetzt gedacht, OwnCloud-Installation. Und man kann aber auch lokale Git-Repositories angeben. Also wenn man sich auch denkt, okay, ich schreibe hier haufenweise YAML-Dateien, das sind alles Textdateien, die kann ich am besten in ein Git-Repository werfen, damit ich die auch schön in der Revisionskontrolle habe. Dann kann man darauf auch direkt zugreifen, ohne alles nur in SAV-Sort machen zu müssen. So, genau. Hier zum Beispiel jetzt die Nutzung von dem Sort-Formular zur Installation von Sort auf einem Client. Kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Die Sort-Formulas sind eigentlich so geschrieben, dass man, ja, dass die so allgemeingültig sind, wie es nur geht, und man halt alles über Pillars konfiguriert auf seine Umgebung. Deswegen konfigurieren wir hier für den Salt-Minion den Pillar Salt, den haben wir rechts daneben. Und da definieren wir dann die Variable Salt-Minion-Master, master.example.org. Und somit können wir dann über dieses Salt-Formular auf dem Minion dann den Salt-Minion installieren lassen und schon so konfigurieren, dass er sich dann mit dem Master meldet. Das Ganze dann per Salt-SSH auf dem System deployen und hinterher hat man dann, kann man mit dem Salt-Master nutzen. Das sind unterschiedliche Top-SLS. Hier SAV-Pillar Top-SLS. Das ist die Zuordnung. Also hier, wir sagen hier, das Salt-Minion soll die Pillar-Datei Salt bekommen. Und dann steht in der Datei drin der Inhalt von der Datei. Ich hätte das auch Salt-Minion-SLS nennen können. Also der Name hier ist frei wählbar. Das Entscheidende ist der Inhalt von dieser Salt-SLS. Also da Salt-Minion-Master, das ist vorgegeben. Das hier hätte ich auch Salt-Minion oder Salt-Minion-Deploy, war vielleicht von mir ein bisschen unglücklich gewählt. Das ist nur der Dateiname, den ich wähle. Was man da eingeben kann oder muss, komme ich da hin? So, geht doch. Hier mal aufgerufen, das Ganze. In den Formulas gibt es immer einen Pillar.example, wo alle drinstehen und wo man sich dann halt raussuchen muss, was man jetzt wirklich braucht. Also natürlich ein bisschen größer. Genau, und hier fängt es halt an, es wird geschaut nach dem Dictionary Salt und dann in Untergruppen. So, genau, haben wir noch ein bisschen Zeit für die Demo jetzt. Wie gesagt, ich habe so eine kleine Demo-Umgebung mal vorbereitet.
froscondemo.christianschneemann.de. Das ist genau dieses Spiel. Ich habe eine VM als Frontend, die von außen erreichbar ist, die alle Anfragen über ein Nginx Reverse Proxy auf eine interne VM weiterleitet. Und da habe ich auch Salt SSH jetzt so passend konfiguriert, dass ich halt über die Frontend-VM, die von außen erreichen kann, weiterspringen kann auf die interne, ohne die direkt von außen erreichbar haben zu müssen. So. Genau, wie gesagt, das ist so eine kleine Demo-Webseite, wo ich auch mal ein paar Sachen installiert habe, die man einfach deployen kann. Vielleicht kennt das Spiel noch einer. Ja. Noch funktioniert. So, aus Versehen habe ich beim Updaten Nginx deinstalliert und die ganze Webseite funktioniert nicht mehr. Und wenn ich jetzt sage, Sie halt den High-State nochmal rausrollen, das also neu konfigurieren, dann sollte es gleich wieder funktionieren. Nebenbei können wir uns ja mal anschauen, was da, wie das Ganze dann sozusagen aussieht. So. Hier, wie gesagt, mein Salt-SSH-Verzeichnis, von woraus ich arbeite. Ich habe hier meine Roaster-Datei liegen, meine Salt-File, die ich eben schon gezeigt habe. Und hier oben unter config master halt die Masterdatei mit hier auch schon Formulas von extern eingebunden über Git. Ja. Nee, man kann natürlich auch bisschen bis zum Debug-Modus hochschalten lassen, was der jetzt alles macht. Machen wir beim nächsten Mal. Also den lassen wir jetzt im Hintergrund einfach mal so laufen. Aber einfach mit minus L für log und dann verbose Debug kann man es einfach hochschalten. Nee, genau. Also, ob der. Ja, die Frage war, ob alle Systeme Zugriff haben müssen für die Git-Repositories oder nur der Master. Wenn wir mit dem Master arbeiten, wird alles erst auf dem Master konsolidiert und von dort dann verteilt. Die Minions müssen nur mit dem Master sprechen, brauchen komplett. Ja, keine andere Möglichkeit, irgendwo ins Internet zu kommen. Genau. Hier habe ich HTTPS-Links für den Repositories. Man kann auch per SSH arbeiten, Authentifizierung nutzen. SSH-Keys hier eingeben, bestimmte Benutzer oder HTTP mit Authentifizierung und Benutzerpasswort hier eingeben. Auch das ist hier noch möglich. So. Hier sehen wir jetzt, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Aha. Also wir sehen hier ein Diff von der Konfigurationsdatei. Er hat das Paket installiert und dann meine Konfigurationsdatei noch dazu gepackt. Und er konnte aber den Service nicht neu starten. Ähm
der beschwert, dass die Konfigurationsdatei nicht passt. Root wäre falsch. Ah, ich weiß warum. Wenn man kurz vorher noch Änderungen macht. Nee, hier ist kein Root. Root. Ja. Dann machen wir das ganz schnell hier. Sort top SLS, nee. Also hier sind die ganzen Pillars mit Variablen, die ausgewertet werden. Frontend Nginx. Genau, und hierüber beschwert er sich. Da wollte ich eigentlich diese Indexdatei hinpacken. Die nehme ich jetzt einfach mal raus. Und führe das ganz normal aus. So. Wie gesagt, minus L Debug, sieht man ein bisschen mehr. Da holt er jetzt die ganzen Git-Repositories ab und verbindet sich dann rüber. So. Also da oben sieht man gerade noch dieses salt-tin.tgz ganz oben. Er packt halt den Python-Code sozusagen schon mal vor in ein Archiv, kopiert das Archiv auf das Zielsystem und der Inhalt wird dort ausgeführt. Und dann wartet man ab. STP. Ja, Frage? Ja, das, also Frage ist, ob er das jedes Mal macht, dieses Archiv bauen und rüberschicken. Ja, macht er. Deswegen dauert es halt ein bisschen. Man kann dafür sorgen, dass es aus dem Zielsystem nicht weggeräumt wird. Dann geht es eventuell ein bisschen schneller. Aber an sich hat er ja keinen Einfluss drauf, was ist auf dem Zielsystem vorhanden. Wir können ja zwischendurch weggeräumt haben, wir können es noch nie ausgeführt haben. Von daher wird das jedes Mal gemacht und überkopiert. Ah, fällt immer noch, okay. Gut. Vorführeffekt, es hätte funktionieren sollen wieder. Zeige ich aber noch schnell, wie das so ein Formular aufgebaut ist. Beziehungsweise hier meine Salt Top SLS. Hier sehen wir für den Frostcon Demo Frontend Host. Ich habe noch ein X drin oder ein Sternchen drin, weil ich auch eine lokale Version davon hatte, die natürlich auch das gleiche haben sollte, falls das Internet nicht funktioniert, aber funktioniert ja eigentlich super. Hier habe ich zum Beispiel diese Dummy Certificate, diesen State, der einfach mit OpenSSL ein selbst signiertes Zertifikat dahin packt. Und wenn ich jetzt unter Salt schaue, würde man erwarten, dass das hier liegt. Liegt es aber nicht, weil ich das halt von per Git bekomme, wie man eben vielleicht gesehen hat, bei diesen GitFS-Listen war das ganz oben dabei. Die werden zusammengepackt, beziehungsweise kann man auf die States ganz normal drauf zugreifen und muss nicht alles lokal erst auschecken und die hinlegen. Ja. Doch, die Zeit schon rum. Was ich noch hatte, genau, Beispiele oder was ich hier habe, das hatte ich ja erklärt. Wenn man damit rumspielen möchte oder überlegt, das anzufangen, gibt es von Saltstack ganz gute Tutorials, die schön Schritt für Schritt einen da einführen, das Ganze erklären. Die sind nur wärmstens zu empfehlen, wenn man überlegt, damit arbeiten zu arbeiten. Ja? Hm?
Da gibt es Mappings, die in den Formeln erstmal mit drin sind, immer Map Ginger. Und da wird dann anhand von den Grains geschaut, welches System ist es, und dann der passende, halt eine Variable gefüllt mit dem passenden Paketnamen. Und dann weiß man auch, okay, auf dem SUSE müssen wir jetzt Apache 2 installieren statt HTTPD oder umgedreht. Das heißt, da pflegt jemand eine Liste mit genau. entsprechenden Paketnamen. Genau. Ich glaube, die haben wir hier jetzt nicht mit drin. Nee. Doch, hier, Map Ginger. Nicht abschrecken lassen, das ist jetzt haufenweise Ginger-Code. Ja, bei Salt haben sie halt haben die den Vorteil, dass die Pakete recht eindeutig sind. Aber genau hier wird halt geschaut, OS-Release, welches haben wir denn? Und dann wird in Abhängigkeiten zu den ganzen Dispositionen, Variablen gesetzt, die man auch eventuell auch woanders nicht braucht. Also hier bei Fedora braucht man noch das PyGit2-Paket, was man hier in diesem Paket unter diesem Namen findet, was woanders halt anders heißt, damit man dieses Git-Zusammenführung hat. Für Raspbian hat man halt andere Repositories statt für normales Debian. Das sind sozusagen die Listen, wo dann auch einfach die Paketnamen mit drinstehen würden. Aber ja, von Hand gepflegt. Das ist halt das, was ich vorhin meinte, wenn man auf diese Formulas zurückgreift und halt SUSE nutzt, dann muss man hier eventuell mal als erstes Hand anlegen und nachtragen. Das Ganze dann halt per Pull-Request einfach schicken. Die sind da recht schnell und dankbar, sowas aufzunehmen. Okay, das war's jetzt aber von meiner Seite. Gut, dann vielen Dank, Christian, für die Einführung in Salt. Es sind ja ein paar Anregungen bei gewesen, vielleicht willst du eine andere mal probieren. Wir haben die Zeit schon ganz schön überzogen. Ich würde sagen, wir könnten noch eine Frage machen. Okay. Die Fragen sind während des Vortrags gestellt worden, so wie es aussieht. Oder? Einen gäbe es noch? Wie bitte? Eine Frage, kurz. Danke. Kann ich auch Repositories selbst mitverwalten? Funktioniert das auch automatisiert, wenn ich zum Beispiel OwnCloud nicht die alte Version im Debian-Repository möchte? Ja. Ich habe hier dann... Ja, okay, ich habe hier nur eine andere Variante. Bei den Images in der Cloud, die ich benutze, da gab es halt immer, dass man erst bei diesem einen Repository sagen möchte, man muss den Key akzeptieren, man glaubt, vertraut dem Repository. Da ich das nicht brauche, habe ich es einfach rausgeworfen. Ansonsten hat das halt diesen kompletten Automatismus einmal ausgebremst, weil man erst noch was erzählen musste. Aber dann mit diesem PKG-Repo-State kann man dann Repositories hinzufügen, andere rauslöschen, Prioritäten setzen, was man dann mit dem normalen Paketmanager dann auch konfigurieren kann. Gut. Dann danke noch für die letzte Frage. Beim Rausgehen bitte nicht vergessen, den Talk zu raten, und nochmal vielen Dank an Christian. Okay.